Schlüssel weg! Los, weg damit! Wie es ist, wenn man in der Schulzeit ein Außenseiter ist, 20 Jahre später aber wirklich der absolute King. Darum geht es ungefähr in Central Intelligence mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. Ich habe einen Plan. Entweder wir gehen dabei drauf oder es wird die oberfette Poser-Story. Und ich habe mir vorm Schauen des Films die Hörfilmbeschreibung runtergeladen auf die App Greta. Cool. Und kann jetzt bei der Besprechung des Films auf Augenhöhe mit dem Dominik mitsprechen. Ich muss eine Auszeit nehmen. Timeout. Und für euch jetzt hier der Trailer. Nein! Leute, sieht für euch irgendwas daran normal aus? Der kriegt was auf den Sack. Hier, Mann. Tja, aus dem wird wohl nie was werden. Mein Freund! Da fass mich nicht an! Wow, Calvin, ich bin's, Bob. Und woher kennen wir uns? Robbie Weirdick aus der Highschool. Das gibt's doch nicht, lass dich mal ansehen. Du hast ungefähr 100 Kilo abgespeckt. Wie hast du das gemacht? Das war eigentlich ganz leicht. Schieß los. Ich hab trainiert. 6 Stunden am Tag. Jeden Tag. Seit 20 Jahren. Eins musst du über mich wissen. Ich bin bei der CIA. Willst du mich verarschen, oder was? Lass uns los! Lass uns weg! Lass mich damit! Ich hab einen Plan. Entweder wir gehen dabei drauf oder es wird die oberfette Poser-Story. Cool? Nein! Nein, ist gar nicht cool! Cool! Nein, ich sagte, ist nicht cool! Vor 3 Wochen wurde der Verschlüsselungscode für das ganze US-Satellitenprogramm gestohlen. Ich brauche deine ultra krassen Buchhalterskills, um das letzte Puzzleteil zu finden. Du bist wie ein Schoko-Google. Bob, nicht, hör auf damit. Hör auf. Du warst der Allercoolste auf der Highschool. Du bist mein einziger Freund, Calvin, und der einzige auf der ganzen Welt, dem ich vertraue. Jetzt, wo du dabei bist. Bin ich nicht? Ich weiß, aber die denken, du bist drin. Bin ich aber nicht. Es gibt manchmal Abweichungen von Wahrnehmung und Realität. Ich bin raus! Welchen Wagen nehmen wir? Den nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Du bist freiwillig ein CIA-Spion geworden. Weil ich Schlägertypen hasse. Du bist die Jason Bourne, nur mit Jeans-Shorts. Hast du gesehen, Bob? Ich hab's getan! Ich hab's getan, Bob! Ja! Ich habe den Film letztes Jahr im Kino verpasst, Barbara glücklicherweise auch, deswegen war es für uns beide ein ganz frisches Schauen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, Barbara, wie es dir ging, ich fand den Anfang irgendwie ganz, ganz, ganz locker fluffig. So gerade als so die Schulzeit einmal gezeigt wird und Dwayne Johnson so als kleiner, dicker Junge so unter der Dusche tanzt, das hatte unfassbar viel Charme. Und so die Einführung fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz nett. Da habe ich auf jeden Fall einige Male lachen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, das ging mir eigentlich ähnlich. Ich fand auch die Musik toll und ich hatte das ja auch ganz toll beschrieben von der Hörfilmbeschreibung. Konnte mir also echt ein gutes Bild machen, wie der da rumtänzelt. Und als dann die Szene kam, die Abschlussfeier auf der Bühne und der denn da reingeschmissen wurde, nackt, da wurde ja ewig lange überhaupt kein Wort gesprochen und da wäre ich ohne Hörfilmbeschreibung völlig aufgeschmissen gewesen. Und das war ja eigentlich auch der Aufhänger. Genau. So ein bisschen für den Film. Jetzt ist der komplette Aufhänger, deswegen auch, bevor jetzt einer direkt schon schreibt, so, Spoiler, überhaupt kein Spoiler, nein, um Gottes Willen, deswegen, ich verteile dich schon mal vorab, weil genau das ist ja letztendlich die Szene, die dafür sorgt, dass der Film überhaupt entsteht, das ist ja ne, genau die Situation und 20 Jahre später, da sehen wir dann Dwayne Johnson und Kevin Hart in ihrem Alter, wie wir sie heute auch irgendwie kennen. Und man merkt ja relativ zügig, dass die beiden eine ziemlich gute Chemie haben. Ne? Das ist extrem witzig, wie die beiden miteinander interagieren und eben auch nicht ganz auf Augenhöhe nämlich arbeiten. Denn Kevin Hart ist 1,60 Meter und Dwayne Johnson ungefähr 12 Meter größer. Das sieht also auch echt unfassbar witzig aus, wenn die beiden miteinander spielen. Also da kommt alleine schon durch diese Optik der ein oder andere Gag zusammen. Wie war es für dich, dass du sagst, ja, Dwayne Johnson, Kevin Hart, also Calvin und Bob Stone in den Rollen. Wie hat sich das für dich alles so ergeben? Ich fand, für mich sind ja die Stimmen immer ganz wichtig. Mhm. Und ich fand die Synchronstimmen ganz toll. Bei dem Bob hat er immer so von oben runter gesprochen. da konnte ich mir immer schon mal ein gutes Bild machen. Spoiler-Alarm. Ich bin bei der CIA. Was? Und Calvin war auch
ja, der kleine Hektiker so ein bisschen, ne? Was? Ja, Kevin Hart ist eine Labertasche. Verzeihung, kannst du den letzten Satz verständlicher formulieren? Ja, so kann man es auch sagen. Und der Bob war ja immer eher so der Ruhepol, der dann eben, wenn es drauf ankam, aktiv wurde, ne? Nein! Nein, ist gar nicht cool! Cool. Nein, ich sagte, ist nicht cool! Was nachher leider auch ein bisschen auffällt, ist, dass die Story, also ich finde alles, wie der Film das Ganze aufbaut und mit der ganzen Fallhöhe, wie ist es eigentlich nach 20 Jahren, man ist der Coole, danach eigentlich ja nur Buchhalter, in Anführungszeichen, und der andere ist eigentlich der Außenseiter, der dann der krasse CIA-Agent wird, finde ich so als Grundidee, finde ich das super. Ich finde, der verliert sich nachher aber ein bisschen in so einer ganz klassischen Buddy-Komödie, dass er eben jetzt nicht das immer nur ganz ausnutzt, sondern nachher ist es eigentlich völlig egal, wo beide herkommen. Ne? Also, dass der eine vorher der Außenseiter war und der Coole, fand ich ein bisschen schade, dass genau diese Ausgangssituation nicht weiter fortgeführt wird. Ne? Nachher ist es irgendwie dann doch so eine Standard-US-Komödie mit ein paar netten Gags. Hin und wieder geht es auch ein bisschen daneben, also ein bisschen geschmacklos. Das ist totaler Quatsch. Wie siehst du denn gerade so den Zwischenverlauf? Man hatte schon das Gefühl, das war jetzt nicht alles so brandneu. Ich fand ihn allerdings spannend bis zum Schluss. Ich habe mir immer überlegt, wer nur der Bösewicht ist letzten Endes. Das war dann schon eine Überraschung. Du bist die Jason Bourne, nur mit Jeans-Shorts. Es gibt ja auch tatsächlich einige Action-Sequenzen. Wie wurden die beschrieben? Ich habe ja ein bisschen mitgehört, so die ersten 15, 20 Minuten, dann mich wieder... Weil das tatsächlich für mich, ne, da hast du ganz viele verschiedene Einflüsse dann, die du beachten musst. Wie wurden die für dich beschrieben? So viel wie möglich. Ich meine, da überschlagen sich die Ereignisse. Aber da wurde schon sehr genau beschrieben, wer da wem gerade irgendwas antut oder verprügelt. Ja, da kommt der Hörfilmbeschreiber dann auch ins Schwitzen. Ne? Also da muss man wirklich gucken, dass man denn die wichtigsten oder die gaggigsten Sachen dann rauspickt und beschreibt. Da muss man sich dann den Synchronsprecher von Kevin Hart schnappen, weil der schafft es noch mehr, noch mit einem größeren Tempo zu sprechen. Ich muss sagen, dass ich die Actionsequenzen, gerade wenn sie so als Stunt gedreht worden sind, finde ich die eigentlich ziemlich gelungen, weil man merkt, dass da die Akteure real vor der Kamera waren. Es gibt immer so eine Handvoll CGI-Momente, wo man dann sieht, so ja, okay, da habt ihr doch den Greenscreen aufgestellt. Das sorgt dann bei mir eher für so einen leichten Beigeschmack, weil die einfach nicht optimal umgesetzt worden sind. Und das reißt mich persönlich dann immer ein bisschen raus. Wie findest du, wie es aufgelöst wurde? Also wie so das letzte Drittel entstanden ist plus Finale? Das geht dann immer ganz schnell. Also das ist ja oft so, ne? Bei Agentenfilmen, dass die Spannung irre ist und dann ist das Ende immer manchmal so... Plopp, fertig ist es, ne? Das ist halt meistens so, ne? Am Ende des Tages ist es ja das genau, was du sagst. Es ist ja schon eher eine Standardkomödie, die auch am Ende ja sehr, sehr amerikanisch endet. Ne? Man hat so dieses typische Endgruppenbild und also für mich ist es ein Film, den kann man sich gut angucken. Also wir hatten auf jeden Fall einen guten Nachmittag, einen launigen Nachmittag. Auf jeden Fall, ja. Aber als wir danach schon drüber gesprochen haben, hatten wir schon die ersten Szenen wieder vergessen. Das ist eher so ein Geht-so-Zeichen für einen Film, wenn man einen Film ziemlich schnell wieder vergisst. Aber ja, Hirn ausschalten, ein bisschen Spaß haben, genau. Ein paar nette Sprüche schauen. Genau, und er ist flott. Also es ist nie langweilig auf jeden Fall. Und so ein paar Sachen, also die Krawatte, eine Sprenkelanlage anzubinden, fand ich schon, also waren schon ein paar ganz, ganz nette Sachen dabei. Wenn du jetzt eine Bewertung abgeben müsstest und wir machen aus dem Konjunktiv direkt den Indikativ, du musst eine Bewertung abgeben. Zwischen 1 von 10, wo du sagst, okay, der war eine Katastrophe, bis 10 ein absolutes Meisterwerk. Wo würden wir dich da einordnen? Ich sag die 5. Ich gebe ihm 5. Hammer. Dann brauche ich mich nämlich gar nicht irgendwie noch verargumentieren, was ich anders machen würde. Bei mir ist es nämlich auch eine 5 von 10. Eher so ein durchschnittlicher Film, genau. Den man sich aber durchaus anschauen kann. Ja. Verzeihung, kannst du den letzten Satz verständlicher formulieren? Ich werde immer an dich glauben. Wie ihr sehen könnt, habe ich Central Intelligence mir nicht alleine angeschaut, sondern mit einer Filmkritiker-Kollegin, nämlich mit Barbara. Zum Barrierefreitag der Aktion Mensch, denn am 3.12. ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du bei mir warst und dass wir den Film zusammengeschaut haben. Ja, ich habe mich auch ganz doll gefreut, als die Anfrage von Aktion Mensch kam, dass ich mit einem YouTuber zusammen einen Film schauen und besprechen darf. Ja, das ist auch ein sehr schönes Motto.
wir haben mehr gemeinsam, als wir denken. Wir haben beide dieselbe Passion, Filme schauen und drüber schreiben. Und wir haben ja auch direkt sofort gestern erstmal über Filme geredet. So, es war direkt so, ja, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Und so, nee, Mist, den habe ich verpasst. Ja, aber der ist super, den musst du noch schauen. Das war echt cool. Und ganz toll fand ich bei dir, Dominik, dass du einfach drauf los erzählt hast und nicht überlegt hast, oh, darf ich jetzt sagen, guckst du Filme? Das war gleich ganz entspannt, gleich locker. Keine Barriere im Kopf, so soll es sein. Und genau so soll es sein, weil wir haben gestern, als wir dann den Film auch geschaut haben, da war jetzt nicht irgendwie das Gefühl dabei, okay, sie hört jetzt die Hörfilmfassung. Ich meine, ich habe zwischendurch auch mal mit reingehört. Total interessant, dass man mit dieser App das wirklich alles irgendwie erklärt wird, dass du auch mitschauen kannst. Aber als wir den Film geguckt haben, war das einfach, ja, wir haben Chips gehabt, ne? Genau. Bisschen was zu trinken und haben halt einen Film geguckt. Das war extrem cool. Wenn ihr mehr Infos zu der ganzen Aktion haben möchtet, dann checkt einfach mal die Webseite von der Aktion Mensch aus. Die ganzen Infos und Links bekommt ihr natürlich direkt in der Infobox. Und dort könnt ihr euch die Videos auch von den anderen Teams anschauen. Jeweils ein YouTuber und ein Mensch mit einer Behinderung. Ganz quer gestreut. Da sind ziemlich coole Videos entstanden, wobei unseres bestimmt das coolste war. Na, ich hoffe, es ging um Film, es ging um Film. Das ist immer total spaßig. Hör mal, Barbara, es war ganz toll, dass du da warst. Hat mich richtig gefreut und hat richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. In diesem Sinne dann, macht es gut und adieu.